Servus, ich grüße dich. Der Helmut ist hier aus dem wunderbaren spirituellen Thailand und ich freue mich, dass du bei diesem Video mit dabei bist. In dem Video heute geht es so um die spirituelle Verbundenheit, könnte man sagen. Und zwar ist es so, die zweite Erkenntnis, die mir bei meiner Meditation, die ich jetzt vor ein paar Tagen hatte, in Phi Mai gekommen ist. Und zwar wirklich von einer Seite, wie ich es vorher noch nie wirklich oder noch nie so betrachtet hatte. Und zwar, es geht eigentlich jetzt nicht wirklich um dieses universelle Verbundensein. Ich glaube, oder vielleicht ist das generell gut, zum Anfang zu sagen, ich persönlich habe so eine Grundannahme, dass wir auch im Grunde so alles irgendwie eins sind. Vielleicht vertrete ich das nicht ganz so extrem spirituell wie viele, aber das ist trotzdem so eine Annahme, dass wir irgendwie verbunden sind, wie für mich aus der Schweizer Psychologe das mit dem kollektiven Bewusstsein bezeichnet hat oder wie auch immer. Also ich glaube, irgendwie sind wir auch alle irgendwo eins vielleicht. Aber so weit möchte ich gar nicht gehen, sondern wirklich, es geht um einen sehr, in meinen Augen, für mich pragmatischen Ansatz, der mich überwältigt, hätte ich jetzt fast wieder gesagt, ja, doch übermannt hat, überwältigt hat irgendwo. Und zwar, wir sind ja aus unseren Eltern geboren. Und ich bin generell, also Eltern gibt es nur die, es gibt Leute, die uns erzogen haben, aber wir haben nur eine Mama und einen Papa. Und das sind unsere physikalischen. Das ist so meine Meinung. Und wir sind genetisch gesehen 50 oder in etwa halt so die Hälfte, 50% Mutter und 50% Vater. Und so ist unser Leben entstanden. De facto, also das lebt in uns. Also die DNA, die haben sich ja verbunden. Die DNA deiner Mutter, die DNA deines Vaters oder deines Vaters, deiner Mutter, die haben sich verbunden und daraus bist du entstanden. So sind wir alle entstanden. Und ich habe ja immer wieder in Videos vorher schon gesagt, oder das ist auch eine Grundannahme von mir, dass wenn man die Eltern ablehnt, dann lehnt man auch, ist nicht eine Grundannahme, also jetzt noch einmal klargestellt, die habe nicht ich erfunden. Ich habe es von irgendwem wahrscheinlich mal gehört, übernommen. Es hat mir für mich dann Sinn gemacht, wo ich das gehört habe. Das ist vielleicht wichtig herauszustreichen. Ich bin jetzt nicht der Erfinder dieser These. Und wenn wir selber, wenn wir die Eltern ablehnen oder auch nur einen Elternteil, die Mutter oder den Vater, dann lehnen wir auch uns selber ab auf einer ganz unbewussten Basis. Und deswegen glaube ich, ist es extrem wichtig, die Eltern auch anzunehmen, wie sie sind. Und das ist für manche Leute ultra schwierig, speziell wenn man von den Eltern gehasst wurde oder so. Dann meistens wurde man ja dann gehasst, weil die Eltern sich selber hassen und an sich selber nicht arbeiten wollen und dann das Kind übertragen oder was auch immer. Es gibt da die ja wirklich verschiedensten Schicksalskonstellationen. Aber ja, brechen wir es einfach runter. Wenn du irgendeinen von deinen Eltern nicht magst, es sei denn, ob er dich gehasst hat oder weil du den nicht kennst oder weil er, keine Ahnung, weil die Mutter den Vater verlassen hat und dich im Stich gelassen hat oder umgekehrt, der Vater die Mutter und dich im Stich und du deswegen den ablehnst, weil da alle eingeredet haben, wie das ja auch oft so unbewussten Masse ja so gerne gesagt wird, der Erzeuger anstatt der Vater und so, richtig gehender biologischer Blödsinn, der biologische Erzeuger ist der Vater und es gibt keinen anderen. Man kann adoptieren, deswegen ist das trotzdem kein Vater oder auch keine Mutter nicht im biologischen Sinn. Es gibt nur eine biologische Mutter, einen biologischen Vater und man ist 50% von diesen. Und wenn man einen von den beiden ablehnt oder auch beide ablehnt, dann lehnt man auch innerlich immer sich selber ab. Und das ist brutal hart daran zu arbeiten. Und das hat mit, wenn man sich selber lieben will, dann gehört das in meiner, soweit ich das halt sehe, auch dazu, dass man die Eltern und die Vorfahren überhaupt lieben kann. Ich bin eben auch auf die Idee gekommen der Vorfahren. Das ist in meinen Augen, glaube ich, eine ganz wichtige Basis.
Ich glaube, jeder, der sagt, oh, ich hasse meinen Vater oder meine Mutter oder die sind mir egal, aber ich liebe mich selber, der belügt sich selber. Der kann sich gar nicht selber lieben, weil dein Vater, deine Mutter, die leben in dir. Das ist so, die leben in dir. Die leben auch durch dich im Prinzip weiter, weil einfach 50% sich vermischt haben und die dadurch in dir weiterleben. Ich weiß nicht, wie laut man das hört. Da hinten ist einer jetzt am Flexen. Es ist irgendwie etwas unangenehm. Ich hoffe, es wird passen, sonst muss ich es wieder nochmal neu drehen. Und bei der Erkenntnis, die mir beim Meditieren gekommen ist, das war echt, das war wirklich gewaltig, war, dass ja, wir sind jetzt geflüchtet. Und ich glaube, jetzt hat er trotzdem aber auch aufgehört. Ich bin mir nicht sicher. Auf alle Fälle, also auch wenn er wieder anfängt, hier hört man es nicht. Ich hoffe, ich habe den Faden nicht verloren. Und zwar, es ging um das, dass wenn 50% von deinem Vater in dir lebt oder von deiner Mutter in dir lebt, also ein Teil von deinem Vater in dir ist, dann ist ja auch ein Teil von dir in deinem Vater. Und das erscheint zunächst einmal, zumindest für mich war es so, dass dies nicht nachvollziehbar war. Ich dachte mir, ja, alles klar, das ist jetzt, also so habe ich jetzt beim Meditieren nicht gedacht, aber so in der Nach, das war eher ein Gefühl, aber in der Nachsinnphase, so mathematisch, logisch richtig, ne, wenn das da ist, wenn das hier ist, dann gibt es auch einen Teil von mir, der in meinem Vater ist, ein Teil von mir ist in meiner Mutter. Aber das wirklich nachzuempfinden, deswegen fand ich es wahrscheinlich auch so überwältigend irgendwie. Das hat mich echt so gefühlsmäßig übermannt irgendwie. Und das ist keine logische Sache. Ich rede nicht jetzt dann davon, dass man sagt, ja logisch, ne? Sondern wirklich nachdenken. Wenn du deinen Vater siehst oder vorstellst oder dir deine Mutter vorstellst, dass du dir denkst, ein Teil von mir lebt in ihr, energetisch, auf einer energetischen Basis gesehen. Ich glaube, das war wirklich das, was mich so überwältigt hat, übermannt hat. Ein Teil von mir lebt in meinem Vater. Mein Vater ist ein Teil von mir. Also nicht nur ich ein Teil von meinem Vater, sondern mein Vater ist ja auch ein Teil von mir oder ein Teil von meinem Vater ist auch ich. Es gibt Anteile von mir in meinem Vater. Es gibt Anteile von mir in meiner Mutter. Das vielleicht jetzt überhaupt so zum Thema, so freie Entscheidungen. Man kann alles so, sich zum Leben selber zu entscheiden, daran glaube ich eben nicht. Es hat viel damit zu tun, mit dem Schicksal annehmen, mit dem annehmen, wie die Sachen sind. Und das war, ich schätze einmal, dass das wirklich ein großer Brocken war, der mich unbewusst extrem beschäftigt hat, mir zu denken, wow, ein Teil von mir ist in meiner Mutter, ein Teil von mir ist in meinem Vater. Also mein Vater ist ja nicht hundertprozentig ich, aber die 50% meiner Anteile, der genetischen sowieso, die sind auch in meinem Vater und die sind auch in meiner Mutter. Und natürlich gibt es die freie Entscheidung und jeder kann etwas anderes machen. Aber es trotzdem, so wie wenn du Holz bist, bist du Holz. Wenn du ein Baum bist, bist du ein Baum. Und dann geht es nicht darum, dass du eine freie Entscheidung hast, dass du sagst, du wirst ein Felsbrocken oder da kannst du aus dem Baum kann man ein Schiff machen oder das Jesuskreuz oder den Baum Baum sein lassen und fertig. Oder man kann Futtertrog draus bauen oder was auch immer. Aber es ist halt Holz. Man kann auch aus Stein Futtertrog bauen. Aber es ist trotzdem, wenn du Holz bist, bist du Holz, so in der Art irgendwie. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so, ob du das jetzt auch so nachvollziehen kannst, wie ich das so meine. Es gibt so eine Hardware und die ist halt einmal so. Und ich glaube ja auch, dass viel Spiritualität übertragen wird. Ich glaube, da bin ich seit 3 Jahren darüber am Reden, immer wieder in Videos, wo ich sage, so, ich habe so das Gefühl, dass ich echt das Erbe von vielen Generationen vor mir aufarbeiten muss, weil es die nie aufgearbeitet haben, sondern immer wieder weitergegeben haben und weitergegeben haben. Und so ist auch die Idee gekommen, dass ja
ein Teil von mir in meinem Vater ist, aber ein Teil von mir ist auch in meinem Großvater, in meiner Großmutter väterlicherseits, ein Teil von mir ist auch in meiner Großmutter und in meinem Großvater väterlicherseits. Und so geht das immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und das ist auch irgendwie, wo fast der Gedanke mit dieser Allverbundenheit ein bisschen schlüssig wird auch wieder, wenn du dir dann denkst, so ja, da sind echt immer wieder ein Teil von mir, ist da drinnen auch. Und wenn man so auf die Vorfahren zurückgeht, die ja früher noch wirklich viele, viele Kinder hatten, es gab es ja früher ganz selten, dass zwei Leute ein Kind gemacht haben, sondern so, dann würde es ja keine 8 Milliarden Leute geben, sondern die haben eigentlich 10 Kinder gemacht und 20 Kinder. Und das ist schon irgendwie, das kann man so logisch nicht nachvollziehen. Und daher ist eine Meditation, glaube ich, echt so eine gute Sache, wenn man in diesem Zustand ist, dieses, es war wirklich mehr dieses Fühlen irgendwie, dass da doch echt eine Verbundenheit ist. Und ich glaube, ich habe das echt so gut geschafft, dass da keine Ablehnung irgendwie war. Denn ich glaube, das ist echt oft so ein Problem, dass wir eben einen Teil oder unsere Eltern oder einen Teil von unseren Eltern ablehnen. Und damit lehnen wir auch in uns etwas ab. Und wir lehnen ja meistens die Eltern ab, weil wir glauben, das passt auch wieder zum vorherigen Video, weil wir zum gestrigen Video, weil wir glauben, dass die was falsch gemacht haben vielleicht, was Unmenschliches, was Falsches. Und deswegen lehnen wir es ab. Und wenn wir aber auf der Basis sind, dass wir sagen, na, die sind nur menschlich, genau wie alle anderen Menschen auf dieser Welt, sie sind einfach nur menschlich. Sie haben weder was falsch gemacht, noch was richtig gemacht. Wenn es kein falsch gibt, dann gibt es ja auch kein richtig, sondern es ist einfach so, wie es ist. Und es ist menschlich, dann verliert sich wirklich so viel dieses Ablehnen. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass ich gestern das Video gemacht habe mit diesen menschlich, unmenschlich, richtig oder falsch. Das passt irgendwie auch damit gut zusammen. Aber heute geht es eben in diese Verbundenheit. Und versuch wirklich einmal die Idee, also mir hat es, ich kann da jetzt noch nichts zeigen, kann da kein Ferrari zeigen, was mir das gebracht hat, darüber nachzusinnen, aber darum geht es ja nicht. Ich habe ja gesagt, es ging für mich in der Meditation darum, dass ich so das Gefühl hatte, gewisse Gefühle sind begradigt worden. Und ich würde echt sagen, eines davon, siehst du, manche Erkenntnisse kommen noch viel später. Ja, eines davon wird wahrscheinlich, oder nehme ich jetzt an, wie gesagt, da gibt es niemanden, der dir sagt, so ist jetzt an die Rechenoperation, aber es geht um das Gefühl. Aber ich nehme an, das wird da sein, dieses beradigte Gefühl, nicht die Eltern ablehnen und wirklich auch nicht nur denken, boah, ich bin Teil vom Vater, nee, ich bin ja auch ein Teil von ihm. Und dann geht es wirklich darum, dich anzunehmen und dann kommst du in die Rolle, dass du auch dich als Vater, als deine Mutter siehst und sagst, ich muss mir annehmen, ich bin eins mit meinem Vater, eins mit meiner Mutter irgendwo. Aber wenn wir jetzt die 50% haben, dass das genetisch so ist, aber du verstehst die Idee, die ich dahinter meine, eins zu sein, eins auch mit dem Großvater, eins auch mit der Urgroßmutter, wo man sich denkt, die kenne ich nicht. Beim Meditieren fantasierst du die dir einfach aus irgendeinem energetischen Zustand so herbei und dann gibt es extreme Einsichten, ob die wahr sind oder nicht, das weiß ich nicht, aber das ist ja meine These davon ist ja, dass es Teil von deinem Seelenleben ist und wenn es in deiner Seele wahr ist, dann ist das auch, dann nimm das auch als wahr an, weil das ist die einzige Wahrheit, die wir empfinden, ist unsere seelische Wahrheit eigentlich de facto und deswegen ist das auch gut so und das ist. Also für mich war es irrsinnig interessant, für mich hilft das irrsinnig und ich weiß nicht, wenn du mehrere Videos von mir geguckt hast, wirst du mitgekriegt haben, dass ich schon eine recht schwierige Beziehung mit meinen Eltern, mit meinem Vater und mit meiner Mutter habe und dass es da nicht unbedingt, vielleicht ist es für niemanden wirklich leicht, aber
dass ich da einfache Startvoraussetzungen hätte, meine Mutter, meinen Vater zu lieben. Darum, das ist wirklich, das ist auf der operativen Ebene, wie wir die Welt wahrnehmen, keinesfalls der Fall. Aber es ist eigentlich auch egal. Es ist im Prinzip egal, denn so wie mit dem menschlich, unmenschlich, richtig ist eine Wertung, die wir eigentlich als Mensch im Bewusstsein kreiert haben, das vielleicht auf der emotionalen Ebene gar nicht so wichtig ist. Und versuch wirklich einmal, ich würde dir empfehlen, das umzusetzen, wenn du Probleme hast, wenn du an irgendeiner Art von Unglücklichkeit leidest, von Depressionen, von Niedergeschlagenheit oder irgendwie Probleme hast, dich selber zu lieben, dich selber anzunehmen, einmal von dieser These aus, du lebst in deinem Vater, du lebst in deiner Mutter, du lebst in deinen Großeltern, deiner Großmutter, deinem Großvater väterlicherseits, deiner Urgroßmutter, Urgroßvater väterlicherseits und das noch einmal aufgesplittet in jeweils zwei und du lebst in deiner Mutter, du lebst in deiner in deiner Großmutter, in deinem Großvater väterlicherseits und von dem Großvater lebst du wieder in den seiner Mutter, in den seinem Vater und von deiner Großmutter in den ihrer Mutter und in ihrem Vater, in ihrem leiblichen Vater, da lebst du eigentlich. Die sind natürlich tot, aber energetisch gesehen lebst du in denen und die leben auch in dir und durch dich oder die leben ja noch immer sozusagen auch in dir. Das klingt jetzt vielleicht spirituell, aber mein Kanal ist ja nicht für die logische Probleme haben, sondern emotionale. Ist ja kein Mathe-Kanal, ist ein Emotionalisten-Kanal. Und ich würde dir wirklich empfehlen, versuch diese Theorie einmal anzunehmen und du wirst merken, wie du selber gefühlsmäßig darauf reagierst. Wie gesagt, wie alles von mir, was ich sage, ist ein Buffet. Man kann es nehmen, man muss es nicht nehmen. Es gibt keine alleinige Wahrheit oder keine alleinige irgendwie Methode, wie es für jemanden passt. Das habe ich halt für mich. Ja, jetzt dann überhaupt würde ich davon ausgehen, dass das wahrscheinlich dieses Annehmen, diese Gefühlsbahn, was ich sage, begradigt hat, diesen Energiefluss irgendwie. Ich habe echt so das Gefühl, jetzt, ich habe für mich selber einen besseren Energiefluss. Und das ist mir echt momentan gerade egal, wie das jemand anderer echt empfinden mag. Ich habe echt so für mich, es ist noch immer nicht alles, ich bin noch immer in der operativen Welt und mache mir Sorgen und das, ich will jetzt nicht sagen so, hey, ich habe das Gefühl, ich stehe über den Wolken, nein, aber schon massiv ein besseres Gefühl und echt so, wo ich sage, es ist mir aber egal, wenn mir jetzt 1000 Leute sagen würden, hey, du wirkst energetisch total niedergeschlagen, dann würde ich sagen, nee, das interessiert mich nicht, ich glaube es einfach nicht, ich vertraue jetzt meinen Gefühlen, dass ich echt das Gefühl habe, ich habe nicht in allen Bereichen, aber dass ich da einen besseren Energiefluss, Gefühlsfluss, Gefühlsenergie für mich habe. Und wirklich mein Tipp, versuch es. Ich danke dir, dass du mit dabei warst. Wenn du möchtest, kannst du auch mir danken für dieses Video. Eigentlich bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass es sehr, sehr vielen Menschen hilft, wenn sie das annehmen, sich in den Eltern zu sehen. Das ist eine interessante Weise, die ich vorher so noch nie gemacht habe. Und das ist ja nicht mit dieser Logik, sondern wirklich versuchen, das aus dem Herzen, versuchen, das zum Empfinden. Das kann man nicht im Stress irgendwo machen, sondern das geht wirklich da. Man tut gut, glaube ich, wenn man so ein bisschen meditieren, in welcher Art und Weise auch immer meditieren, zur Ruhe kommen, Atemmeditation, was auch immer lernt und sich dann versucht, mit solchen Gedanken auf der Gefühlsebene, nicht auf der logischen, sondern auf der emotionalen Ebene auseinanderzusetzen und zu verbinden. Aber es muss keiner. Ich bin froh, dass es mir hilft. Ich teile das jetzt hier, weil es mir geholfen hat. Was halt gut ist.
mache es halt, weil ich es halt mache. In dem Sinn, Servus, alles Gute, freue mich, dass du mit dabei warst. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Servus.